Liebe Zuschauer, der DAX zeigte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite. Es gibt Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, weil auch der US-Präsident Donald Trump über Twitter mal wieder etwas kundgetan hat. Es sehe nämlich angeblich gut aus, dass man hier tatsächlich Lösungen finden werde. Wir müssen es einfach erstmal abwarten, aber es gibt schon ein erhöhtes Kaufinteresse am Aktienmarkt und das zeigt sich dann eben auch im DAX, der heute deutlich zulegen konnte. Jetzt schauen wir aber auf die wichtigsten Konjunkturdaten, die dann am Mittwoch im Programm stehen. Ich spreche vom 9. Januar 2019. Da schauen wir zum Beispiel um 8 Uhr am Morgen auf den Handelsbilanzsaldo in Deutschland im Monat November. Zeitgleich kommen natürlich auch die aktuellen Angaben zu der Entwicklung der Importe und auch der Exporte heraus. Bei den Exporten rechnen Ökonomen jetzt mit einem Anstieg, saisonbereinigt um 0,5%, nachdem sie zuletzt einen Monat früher sogar um 0,7% zugelegt hatten. Dann bekommen wir um 16.30 Uhr am Nachmittag, wie fast an jedem Mittwoch, die Veränderung der Rohöllagerbestände in den USA. Und wir blicken am Abend um 20 Uhr, da wird es wieder besonders spannend, auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-amerikanischen Notenbank Fed. Also erholen Sie sich gut und dann auf ein neues am Mittwoch.